Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Bundeskartellamt fordert weitreichende Änderungen bei der Förderung der erneuerbaren Energien. Die Umlage, die Verbraucher und Unternehmer über den Strompreis zahlten, laufe aus dem Ruder, sagte Behördenchef Mundt. Sie sei bald genauso hoch wie der Börsenpreis des Stroms. In gut einer Woche soll die Umlage angepasst werden. Erwartet wird ein kräftiger Anstieg, der sich dann auf den Strompreis niederschlägt. Auch die FDP verlangt eine Reform bei der Förderung erneuerbarer Energien. Solar- und Windkraft machen den Strom nicht nur grüner, sondern auch teurer. Die Subvention für Erneuerbare zahlt der Stromverbraucher über eine Umlage pro Kilowattstunde. Diese steigt voraussichtlich von 3,6 auf 5,3 Cent, also um fast 60 Euro pro Jahr für den Durchschnittshaushalt. Zu viel, sagt die FDP und will deshalb die Steuer auf Strom reduzieren. Die Mehrwertsteuer wird ja auf die erhöhte Umlage, die ja quasi sind etwa 15, 16 Milliarden im Jahr, die Verbraucher bezahlen, noch draufgeknallt. Der Staat soll sich nicht bereichern. Der Bundesumweltminister Peter Altmaier bezweifelt im Bericht aus Berlin, ob die vorgeschlagene Steuersenkung Sinn macht. Ich gehe davon aus, dass mein Koalitionspartner dann auch sagt, wo die Löcher im Bundeshaushalt gestopft werden sollen, die dann entstehen, wenn man die Stromsteuer senkt. Allerdings will Altmaier die Subventionen für Erneuerbare kürzen. Noch ist unklar, wie. Die Grünen wollen das verhindern. Das Anliegen ist doch offensichtlich, Schwarz-Gelb möchte das ganze erneuerbare Energiengesetz sturmreif schießen. Die ganze Richtung passt Ihnen ganz offensichtlich nicht. Und da werden wir uns wehren dagegen. Die Erhöhung der Ökostromumlage dürfte die Diskussion um die Energiewende verschärfen. Ein weiteres Thema für den Wahlkampf. 2013 werden die Stromverbraucher die Folgen der Energiewende im Geldbeutel deutlich spüren. Die Akzeptanz für eines der wichtigsten Projekte der Bundeskanzlerin könnte abnehmen. Um die Energiewende verbraucherfreundlicher zu gestalten, müssen sich Regierung und Opposition verständigen. Doch damit ist vor der Bundestagswahl im nächsten Herbst eher nicht zu rechnen. Die SPD geht im Streit um die Nebeneinnahmen ihres designierten Kanzlerkandidaten Steinbrück in die Offensive. Generalsekretärin Nahles sagte der Bild am Sonntag, Steinbrück gebe jetzt weit mehr Preis, als es die geltenden Regeln des Deutschen Bundestages verlangten. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion Oppermann nannte die Kritik der Koalition scheinheilig. Union und FDP verweigerten seit längerem eine Verschärfung der Vorschriften. Die Fraktionsspitzen von CDU und CSU aus Landtagen, Bundestag und Europäischem Parlament sind in Bonn zu ihrer jährlichen Konferenz zusammengekommen. Das Treffen findet jedes Jahr an einem anderen Ort statt. Dieses Mal wird es von der nordrhein-westfälischen CDU-Fraktion ausgerichtet. Ein Schwerpunkt ist die Wirtschafts- und Sozialpolitik. Es weht ein Hauch von Bonner Republik durch das alte Bundesratsgebäude und von den Wänden schauen die alten Parteigrößen auf ihre Nachfolger. Die CDU-CSU-Fraktionsvorsitzenden wollen sich auf das Wahljahr 2013 einstimmen. Eigentlich kein guter Zeitpunkt, koalitionsinterne Streitigkeiten auszutragen. Doch im sozialen Flügel der Union, da grummelt es. Sozialpolitisch habe die Wahlperiode nichts gebracht, heißt es, etwa beim Mindestlohn oder bei der Alterssicherung. Verantwortlich dafür sei die FDP. Wir haben einfach die Situation, dass die FDP für viele dieser Punkte keinen Klärungsbedarf sieht. Und ich finde, da muss man auch mal deutlich machen, dass das eben nicht an einer sehr engagierten Sozialministerin liegt, sondern daran liegt, dass man eben in einer solchen wichtigen Frage in der Koalition zu keinem gemeinsamen Ergebnis kommt und damit auch die Probleme letzten Endes nicht lösen kann. Doch an der Sozialministerin entzündet sich Kritik aus der eigenen Partei. Keine der vielen Ideen Ursula von der Leyen ließe sich umsetzen, monierte etwa der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Fuchs und erntete dafür wiederum heftige Kritik. Man sollte in dieser Sache die Kirche beim Dorf lassen. Man darf neue Ideen haben, man muss innovativ denken dürfen. Das gehört in der Union auch dazu. Man kann auch Ideen wieder verwerfen, aber solche Vorwürfe führen nicht weiter. Morgen wird die Kanzlerin bei den Unionsfraktionsvorsitzenden in Bonn erwartet. Angela Merkel wird in der kommenden Woche sehr viel Parteiarbeit leisten müssen. Streit mit dem Koalitionspartner FDP, Streit aber auch zwischen der eigenen Fraktion und der Sozialministerin von der Leyen. Das sind keine guten Voraussetzungen, ziemlich genau ein Jahr vor der Wahl, bei der sozialpolitische Themen eine wesentliche Rolle spielen dürften. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat den Abbau von Arbeitnehmerrechten angeprangert. Der 7. Oktober wird seit 4 Jahren von den Gewerkschaften weltweit als Tag für menschenwürdige Arbeit begangen.
Bei einer Tagung des DGB in Berlin standen vier Themen im Mittelpunkt: Kinderarbeit, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Gewerkschaftsrechte und die Arbeit von Hausangestellten. Sonntagsarbeit für Gewerkschaftsleute. Der Welttag für menschenwürdige Arbeit fällt aufs freie Wochenende. Ein Zufall des Kalenders. Aber irgendwie auch symptomatisch für die prekäre Lage vieler Arbeitnehmer. Man muss leider sagen, die letzten 20 Jahre waren eher geprägt durch den Kampf dafür, ein Absacken weiter nach unten zu verhindern und nicht nach vorne etwas weiterzuentwickeln. Wer seine Arbeit verliert, kriegt nicht selten denselben Job woanders, allerdings zu schlechteren Bedingungen. Für Andreas Dönert heißt das, nach Feierabend wird weitergearbeitet. Einer von 2,5 Millionen Deutschen, die den Lohnverfall mit einem Zweitjob kompensieren müssen. Zwei Jobs für 1600 Euro brutto. In den letzten 10 Jahren bin ich immer in 2 Beschäftigungsverhältnissen, einmal fast in Vollzeit in den letzten 2,5, aber darüber hinaus immer in einem zweiten Beschäftigungsverhältnis, in einem Minijob oder in einem befristeten Teilzeitjob, um meine Existenz zu sichern. Die Angst vor dem Ärger mit dem Chef ist meistens größer als der Wille aufzumucken, selbst wenn vorhandene Regeln eklatant gebrochen werden. In unserem Bereich der Gebäudereinigung gibt es eine Vielzahl von Zuschlägen, die ganz einfach nicht gezahlt werden. Arbeitgeber und Regierung will man mit dem Tag erreichen, doch die waren hier bei den Sonntagsreden nicht vertreten. In rund 60 Städten Spaniens haben wie in Madrid erneut zehntausende Menschen gegen den harten Sparkurs der Regierung demonstriert. Sie will im kommenden Jahr knapp 40 Milliarden Euro im Haushalt einsparen, um das hohe Staatsdefizit zu senken. Nach Ansicht der Gewerkschaften wird dies die Wirtschaft weiter abwürgen. Spanien steckt in einer Rezession, fast jeder Vierte ist arbeitslos. US-Verteidigungsminister Panetta hat sich besorgt über den Bürgerkrieg in Syrien geäußert. Bei einem Besuch in Peru sagte er, die USA versuchten mit diplomatischen Mitteln zu verhindern, dass die Kämpfe auf die Türkei übergreifen. Seit dem vorigen Mittwoch sind immer wieder Granaten auf der türkischen Seite der Grenze eingeschlagen. Auch heute feuerte die türkische Armee zurück. In Kuwait muss ein neues Parlament gewählt werden. Nach monatelangem politischen Stillstand hat der Emir das Abgeordnetenhaus aufgelöst und damit den Weg freigemacht für Neuwahlen. Erst im Februar hatten die Kuwaiter ein neues Parlament bestimmt, das jedoch von einem Gericht für verfassungswidrig erklärt wurde. Als daraufhin das alte Parlament von 2009 wieder eingesetzt wurde, blockierte die Opposition die Sitzungen. Die Konfliktregion im Süden der Philippinen könnte bald befriedet werden. Präsident Aquino erklärte, seine Regierung habe sich mit den muslimischen Rebellen auf ein Friedensabkommen verständigt. Die Separatisten strebten nicht länger nach Unabhängigkeit. Geplant ist die Einrichtung einer muslimischen Region im Süden des Landes, das mehrheitlich von Katholiken bewohnt wird. Bei dem Konflikt sind mehr als 100.000 Menschen getötet worden. Nach dem Organspendenskandal am Klinikum rechts der Isar in München hat der Aufsichtsrat die Konsequenzen gezogen. Die Transplantationsmedizin wird künftig aus dem Krankenhaus herausgelöst und als selbstständiges Zentrum geführt. In den vergangenen Tagen waren immer neue Hinweise auf Manipulationen, vor allem bei Lebertransplantationen, bekannt geworden. Für das Münchner Klinikum rechts der Isar steht der gute Ruf auf dem Spiel. Es geht nicht nur um Ungereimtheiten bei der Aufsicht oder der Dokumentation von Organtransplantationen. Hier sollen Ärzte Diagnosen und Befunde manipuliert haben, um die Aussichten ihrer Patienten auf ein Organ zu verbessern. Organisatorisch hat man erste Konsequenzen gezogen. Der Aufsichtsratsvorsitzende des Klinikums, zugleich Bayerns Wissenschaftsminister, hat die Errichtung eines neuen Zentrums für Transplantationsmedizin angekündigt. Man kann es besser strukturieren. Man hat dann einfach klare Zuständigkeiten, anders als bisher, weil man eben doch gesehen hat, dass einzelne Bereiche etwas ineinander übergehen. Und das wollen wir alles lösen und damit auch ein klares Modell hier vorlegen. Angesichts der jüngsten Skandale an Transplantationszentren fordert die CSU vom Bundesgesundheitsminister eine umfassende Neuregelung der Organspende. Kernforderungen sind, dass staatliche Aufsichtsstellen mit beteiligt werden bei der Erstellung von Transplantationsgrundlagenrichtlinien. Und zweitens, dass der Staat dann auch kontrollieren darf. Man wolle den Ärzten nicht in ihr Metier hineinreden, so die CSU.
aber der Staat müsse auf eine gerechte Vergabe der Spenderorgane achten. Der Papst hat die deutsche Nonne Hildegard von Bingen mehr als 800 Jahre nach ihrem Tod zur Kirchenlehrerin ernannt. Die Benediktinerin ist die vierte Frau, der diese Ehre zuteil wird. Mit der Ernennung eröffnete der Papst ein Bischofstreffen in Rom. Auf der Tagesordnung stehen Probleme der katholischen Kirche wie Mitgliederschwund und sexueller Missbrauch. Hildegard von Bingen. Längst zählt sie bei Katholiken zu den ganz großen Vorbildern aus dem Mittelalter. Auch für das Oberhaupt der katholischen Kirche sind jetzt alle Voraussetzungen erfüllt, sie mit dem höchsten Ehrentitel auszuzeichnen. Benedikt XVI. Hat sie in Rom zur Kirchenlehrerin erhoben, als erste deutsche Frau. Hildegard ist eine Patronin des guten Rates. Sie setzt ihr großes Wissen ein, um Menschen zu helfen, mehr im Einklang mit Gott, mit unserem Schöpfer und Erlöser zu leben. Von Gläubigen wird Hildegard von Bingen als Seherin verehrt. Denn neben ihren vielen Begabungen ist sie vor allem durch ihre Visionen berühmt. Da sie ihre Eingebungen auch zeichnen ließ, erscheinen sie vielen Gläubigen bis heute so lebendig. Einige der Illustrationen sind derzeit auch im Mainzer Dom zu sehen. Hildegard von Bingen deutete das Universum religiös, durch Gott zusammengehalten. Interpretationen aus dem Mittelalter, die der Papst jetzt noch stärker würdigt. Die Verehrung der Klosterfrau, die vor Jahrhunderten begann, wird nun wohl noch größer werden. Borussia Dortmund kämpft in der Bundesliga weiter um den Anschluss an die Tabellenspitze. Der Meister kam in Hannover nicht über ein 1:1 hinaus und hat nun schon 9 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München. Die Ergebnisse der weiteren Sonntagsspiele. Stuttgart und Leverkusen trennen sich 2:2. Für Stuttgart traf zweimal Vedat Ibisevic. Doppeltorschütze für Leverkusen Stefan Kießling. Zuvor hatte Eintracht Frankfurt die erste Niederlage der Saison hinnehmen müssen. Gegen Mönchengladbach unterlag der Aufsteiger mit 0:2. Juan Fernando Arango und Luc de Jong erzielten die Gladbacher Treffer. Die Tabelle. Bayern München ohne Punktverlust auf Platz 1. Frankfurt folgt mit 5 Punkten Rückstand, dahinter Schalke, Dortmund und Hannover. Die zweite Tabellenhälfte beginnt mit Mönchengladbach, dann Freiburg, dahinter Bremen. Augsburg rückt vor auf den Relegationsplatz. Wolfsburg auf einem Abstiegsplatz. Dahinter Schlusslicht Greuther Fürth. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 8. Oktober. Ein Hoch überquert Deutschland Richtung Südosten. In der teilweise klaren Nacht gibt's örtlich leichten Frost. Morgen wird es in vielen Regionen recht freundlich, aber später lenkt ein Atlantiktief wieder Wolken heran. Heute Nacht ist es verbreitet klar, im Norden und Osten sowie im Süden ein paar Wolken, aber es bleibt trocken. Besonders in der Südwesthälfte bildet sich stellenweise Nebel. Morgen im Nordosten neben Sonne auch Wolken, sonst nach Nebelauflösung teilweise freundlich, bevor sich von Westen wieder Wolken ausbreiten, die im Südwesten am Abend Regen bringen. An der Ostsee heute Nacht örtlich stürmische Böen, morgen schwacher bis mäßiger, an der See frischer Wind aus Südwest bis West. In einigen Tallagen heute Nacht leichter Frost und örtlich Glättegefahr, auf den Nordseeinseln bis 11 Grad. Morgen Temperaturen von 11 bis 16, im Breisgau bis 18 Grad. Am Dienstag im Süden teilweise ergiebiger Regen, im Norden und Nordosten einzelne Schauer und sehr windig, sonst recht freundlich. Am Mittwoch meist eine Mischung aus Sonne und Wolken. Am Donnerstag wird es überwiegend freundlich und auch etwas wärmer. Wir sind wieder für Sie da um 22.45 Uhr mit Tom Buro. Seine Tagesthemen sind teure Energiewende, Sozialverbände schlagen Alarm und sieglose Verfolger. Alle spielen für Bayern München. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.